20 Jahre MAC bedeuten für mich unfassbar viele Geschichten, unfassbar viele Projekte, ganz viele Erfolge, auch Sachen, die mal nicht funktioniert haben, aber einfach ein unheimlicher Zusammenhalt und einfach das Gefühl, auch immer wieder neu lernen zu können. Im nächsten Schritt muss ich sofort an sehr spannende Technologieentwicklung, Produktentwicklung von uns denken. Natürlich auch eine super herausfordernde und Grenzerfahrung mit Projekten, die wir erleben durften. 20 Jahre MAC bedeutet für mich Innovation, Spaß bei der Arbeit, immer sich weiterentwickeln und immer lernen, tolle Kunden, erfolgreiche Projekte. 20 Jahre ein cooler Arbeitgeber zu sein, 20 Jahre auch sich regional zu engagieren und auch 20 Jahre ja, was für die eigenen Mitarbeitenden zu tun, damit die sich auch bei der MAC optimal zu Hause fühlen. Was ich immer sehr geschätzt habe, was mir Inspiration gibt, ist diese Innovationskraft, die wir immer gehabt haben, das Zusammenhalten in schwierigen Phasen, das auch feiern können, können wir auch ganz gut. Und ich glaube, es zeichnet uns auch aus, dass wir wirklich die schwierigen Projekte können, die großen und die schwierigen Projekte. Ich arbeite gerne da, weil ich einfach ja, das Team toll finde, die Stimmung toll finde und die Möglichkeiten, die man hat. Wenn es hart auf hart kommt, dann stehen alle füreinander ein, ziehen miteinander an einem Strang. Wir haben Spaß miteinander, wir lachen zusammen und wir haben aber auch einen klaren Fokus. Und das ist tatsächlich was, wo ich auch stolz drauf bin, dass wir es die letzten 20 Jahre geschafft haben, einfach wirklich im E-Commerce zu bleiben und unseren Fokus zu halten. Das erste Highlight hatte ich tatsächlich, als ich noch gar nicht bei der MAC war und habe ein erfolgreiches Projekt mit der MAC beim Kunden eingeführt, meinem damaligen Arbeitgeber. Und dass das jetzt irgendwie tatsächlich die Erfahrungen ich einbringen kann und dass das so weitergeht. Ich würde gerne den Schwung der letzten 20 Jahre mitnehmen und gerade jetzt in den Zeiten, wo es schwieriger wird, global schwieriger wird, glaube ich, ist es ganz wichtig, die Leichtigkeit zu behalten und das auch den Zusammenhalt weiterhin zu stärken. Für die nächsten 20 Jahre der MAC wünsche ich mir, dass wir uns ganz viel davon erhalten, was in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Wir aber auch jeden einzelnen Punkt vielleicht weiterentwickeln können, dass wir uns hinterfragen können, bei den Dingen, die entstanden sind, sind die immer noch gut, entsprechen die immer noch dem Zeitgeist, dass wir niemals still stehen bleiben und es einfach fortwegen auch den Anspruch an uns haben, uns weiterzuentwickeln. Die MAC ist mein Baby, also die werde ich ja nicht loslassen. Also für mich fühlt sich das an, als würde sie gerade ausziehen, wie man das mit den eigenen Kindern erlebt hat. Aber du hältst sie ja immer im Auge, immer im Blick und hast ja immer so, versuchst so gut du es kannst, eine schützende Hand drüber zu halten.